Von irgendwo schießt ein Skeletor auf mich. Wow. Weiß Gott, waren um die schon immer so extrem viele Spinnenweben. Oh, schon wieder so ein scheiß Skeletor. Hört sich schwer nach einer Hexe an. Vorsichtig.
So Leute, wie ihr seht, habe ich mich hier jetzt gerade ein bisschen eingemauert. Das hat den Grund, weil ich hier erstmal die Öfen jetzt aufgebaut habe, weil ich einfach mal kurz das Inventar ein bisschen, was habe ich jetzt gemacht? Habe ich Stickies gemacht? Ja, ich glaube schon. Weil ich einfach das Inventar ein bisschen zurecht rücken muss, drücken wir es mal so aus. So, ja, da ist die Hexe. Genau hier neben mir hinter diesem Loch, ihr habt sie jetzt sicherlich gesehen. Ich habe keinen Bock auf die. Erstmal eine Kartoffel reinschieben, um sich wieder zu heilen. Was habe ich denn jetzt hier noch so im Inventar, was weg kann? Jetzt buddel ich hier halt nochmal auf. Was ist denn diese komischen Spinnenaugen können weg, der Kies kann weg, Schwarzpulver. Nein, du sollst nicht hier reinfliegen. Du sollst ganz da runterfliegen. So, genau. Gerade mal was gucken. Ah, ich glaube, man braucht. Ja, man braucht drei und jetzt habe ich sie weggeworfen, sonst hätte ich mir einen Bogen gemacht. Naja, was soll's. Ah, die Schienen hier noch. Weg damit. Ja, die könnte man alle mitnehmen, aber naja, was soll's. So, komm, oh, weg, weg, weg. Und Deckel davor. So, wie sieht's denn jetzt aus? Mein Kompass, ein einzelnes Knochen. Die kommen mal dahin. Die Fackeln fassen wir mal so weit zusammen. Hey, immer noch hier was rumliegen. So, Spinnenauge kommt auch weg. Hallo Hexe, komm her, dass ich dich schlagen kann. Okay. Soweit sieht das Inventar doch jetzt wieder ein bisschen aufgeräumter aus. So, für euch ergibt es an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut, weil ihr müsst jetzt natürlich nicht zuschauen, wie die Sachen hier wegbrutzeln. Ich bin dann gleich wieder für euch da. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.